Und damit guten Morgen aus Rijeka. Das sind wir euch ja gestern noch schuldig geblieben, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Wir laufen hier gerade so ein bisschen durch die Fußgängerzone. Hier ist gerade ein Markt. Sehen wir hinter uns, das gucken wir uns alles ein bisschen an. Wir werden dann jetzt gleich Richtung dem Hafen unten gehen, uns hier die Stadt ein bisschen anschauen, dann aber schon weiterfahren. Denn Rijeka bietet jetzt nicht so viel. Wir haben gestern im Abendessen noch mit dem dann im Restaurant geredet. Der hat gemeint, ja, neben dem Hafen an sich und noch ein, zwei anderen Stellen hier in der Stadt gibt es jetzt nicht so viel. Dann schauen wir uns das an und dann fahren wir auch schon wieder weiter. Wir haben uns jetzt hier gerade noch den Hafen angeschaut und das war es dann eigentlich jetzt auch schon mit Rijeka. So an sich haben wir gerade noch eine Freundin getroffen von zu Hause, war relativ witzig, die gerade mit der AIDA, die da hinten steht, unterwegs ist. Also kommen wir da noch kurz quatschen, haben wir jetzt noch einen Kaffee getrunken und werden jetzt wahrscheinlich schon langsam weitermachen. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen, dass wir unser Auto aus dem Parkplatz rauskriegen, weil wir gestern, als wir geparkt haben, einfach durchfahren konnten, weil die Schranken offen waren. Und dann vorne, als wir zum Auto gegangen sind, die Schranken zu waren und mit ganz normal, wie man es halt kennt, einen Zettel ziehen muss. Jetzt schauen, ob wir das Auto rauskriegen und dann, denke ich, geht's langsam schon weiter. Angekommen und hatten jetzt so knapp 4 Stunden Fahrt hinter uns. Die war echt cool, so durch Gebirge, waren knapp auf 1000 Meter oben, da haben wir nochmal Schnee gesehen. Wir dachten ja gestern, dass wir im Nationalpark das letzte Mal Schnee sehen, aber dem war nicht so. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf die Stadt, die wir dann hier morgen erkunden werden. Wir hatten jetzt gerade schon echt einen coolen Blick, so von oben, als wir vom Gebirge kamen auf die Stadt drauf, sind wir jetzt wieder ungefähr auf Meeresspiegelhöhe. Und jetzt gerade abends ist es jetzt so gegen 8. Da ist es dann doch cool mit den Lichtern, wie man das so sehen konnte und der noch untergehenden Sonne, die den Himmel noch leicht eingefärbt hat. Also echt Spaß gemacht. Wir waren gerade noch ein bisschen einkaufen in so einem Outlet-Store außerhalb. Gucken wir uns jetzt mal unser Hostel für heute an und sind schon gespannt. Wir laufen jetzt gerade vom Essen wieder heim, haben jetzt lecker gegessen, zur Abwechslung mal keine Burger. Gab es die letzten beiden Tage, haben jetzt hier so einen schönen Markt gefunden und hat echt lecker geschmeckt. Ja, morgen schauen wir uns die Stadt dann an sich nochmal an. Wir haben die jetzt bei Dunkelheit schon mal angeschaut, war echt cool, gerade unten da am Meer entlang. Die Lichter, das war ja schon bei der Herfahrt schön zu sehen, das war jetzt noch schöner, als wir das dann direkt von unten sehen konnten. Und dann, ja, würde ich sagen, war's das mit diesem Vlog. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ich bin weder gespannt noch was Ähnliches.